Es ist gar nicht so einfach, den ID.Buzz zu dämmen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch irgendwie schon. Es gibt aber so manche Stellen, da kommt man einfach nicht hin. Hier, mach mal seht's. Ist da sein Ball drin? In der Tür? Good morning, Freunde, und willkommen zu einem neuen ID.Buzz-Video. Im letzten Video haben wir euch gezeigt, wie wir den Van einmal ausgeräumt haben von innen und diesen wunderschönen Frontrunner-Dachträger drauf gemacht haben. Übrigens, Mehrverbrauch von dem Dachträger sind ungefähr 2 kWh mehr, also nur, dass ihr mal da so eine Einschätzung habt. Auf jeden Fall in diesem Video werden wir uns um die Dämmung des Fahrzeuges kümmern. Wir werden den Wagen dämmen und zwar mit Van-Dämmung. Van-U ist der erste Hersteller, der sich extra spezialisiert hat, Dämmung für den Campervan herzustellen. Das bedeutet, die Klebkraft von diesem Material ist deutlich besser als bei herkömmlichen Dämmmaterialien. Außerdem gast dieses Material nicht aus, ist antibakteriell und Schimmel hat keine Chance auf dem Zeug. Und es ist ansonsten genauso zu verarbeiten wie jedes andere Material auch. Das bedeutet, wir werden uns jetzt die einzelnen Flächen ausmessen. Dann werden wir das ganze Zeug zurechtschneiden und dann klatschen wir das in den Van. Wir werden es nicht übertreiben, weil, vielleicht habt ihr es in dem letzten Video gehört, wir werden nicht im Van schlafen. Das bedeutet, wir haben gar nicht so große Kälte-, Wärme-, Feuchtigkeitsprobleme in diesem Auto. Aber wir wollen natürlich trotzdem den Van so gut wie es geht dämmen, einfach um Hitze, Kälte etc. Drin und draußen zu halten, beziehungsweise auch natürlich das Ding ein bisschen geräuschdämmender, also das Ding halt einfach ein bisschen leiser zu kriegen, weil es ja ein nackter Blechkasten ist, das wollte ich eigentlich sagen. Genau, Van-U-Dämmung gibt es mittlerweile natürlich auch bei uns im Onlineshop zu kaufen, also wer Interesse hat, checkt das gerne mal aus. Und ich könnte mir vorstellen, dass ich am Ende des Videos auch einen Rabattcode reinhaue. Das muss ich mir noch überlegen, aber schaut auf jeden Fall bis zum Ende, bleibt dran. Und wenn ihr Fragen habt zum Thema Dämmen im Campervan, haut's gerne in die Kommentare. Viel Freude beim Schauen und bis später. Okay, Freunde, die erste Seite ist quasi fertig. Es ist gar nicht so einfach, den ID.Buzz zu dämmen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch irgendwie schon. Es gibt aber so manche Stellen, da kommt man einfach nicht hin. Und dann wird er halt auch einfach nicht gedämmt. Fertig. Da muss man sich auch echt nicht so einen Stress machen. Wichtig sind die großen Flächen. Und man hört jetzt schon, das ist ein Riesenunterschied und das ist wirklich spürbar später beim Fahren auch. Mir ist wichtig, dass diese großen Flächen ordentlich gedämmt sind. Es ist immer ein ziemliches Hickmack irgendwie, das da alles so richtig reinzukriegen. Und es sieht jetzt auch nicht wunderbar schön aus, aber das muss es auch nicht, weil da ist eh Filz drüber. Und das ist genau der Punkt. Wir wollen natürlich hier diese Fächer so gut wie möglich nutzen. Das heißt, wir wollen da jetzt nicht hier irgendwelche Latten drüber schmeißen, wie es andere vielleicht machen, sondern wir wollen wirklich diesen Hohlraum hier nutzen und einfach Storage, also ja, Lagerfläche für Produkte zum Ausstellen, Flaschen, was weiß ich was haben, ne? Oder einfach auch für unseren Stuff, den man halt so mitnehmen will. Und deswegen können wir jetzt hier, wenn das fertig ist, einmal komplett drüber filzen. Und dann haben wir eine glatte Ebene und damit kann man arbeiten. Man könnte jetzt zum Beispiel noch, wenn man es richtig geil über oder wenn man es richtig übertreiben will, diese ganzen Teile hier, die könnte man natürlich noch mit 6 mm oder sowas komplett überkleben. Ganz ehrlich, die Mühe sparen wir uns. Das ist erstens Gewicht, zweitens sau viel Arbeit und drittens hat es für uns hier drin überhaupt keinen Mehrwert. Deswegen bleibt das auf jeden Fall so. Die Stöße könnte man jetzt auch noch irgendwie mit dem Tape zumachen. Aber wie gesagt, wir werden hier drinnen nicht drin leben. Wir werden hier drin nicht kochen. Wir werden hier kaum Feuchtigkeit produzieren. Wir werden hier keine Wärme drin produzieren, sodass wir irgendwie eine Kältebrücke bzw. Wärmebrücke an den Metallflächen haben. Von daher ist das wirklich vollkommen egal. Außerdem, das Filz
sorgt tatsächlich auch für eine gewisse Dämmung bzw. für eine Eindämmung dieser Feuchtigkeitsprobleme. Es ist kein Dämmersatz, definitiv nicht, aber sobald Filz auf den metallischen Flächen ist, ist es erstens deutlich angenehmer und es bildet sich auch kein Kondenswasser. Das ist ein Riesenvorteil. Ansonsten vielleicht noch ein, zwei Tipps. Natürlich vorher alles klinisch rein säubern, das haben wir aber schon getan. Außerdem haben wir hier ein nagelneues Fahrzeug, was komplett sauber ist. Vor allem im unteren Bereich müsst ihr natürlich gucken, dass wenn da irgendwelche Wasserabläufe sind, dass ihr die Dämmung nie bis ganz nach unten legt. Also lasst lieber 5 cm Spalt, weil irgendwo hat der Autohersteller natürlich auch schon so eine Zwangsentwässerung quasi vorgesehen, weil es kann immer mal passieren, dass Kondenswasser im Auto auftritt und es muss natürlich irgendwo raus. Ganz wichtig natürlich auch in den Türen, in der Heckklappe, überall dort, wo vielleicht Türgriffe sind, ja, wo Wasser reinlaufen könnte. Es sind immer irgendwo original Löcher drin, ne? Und wenn ihr die zuklebt mit der Dämmung, dann kann das Wasser natürlich nicht mehr weg, ergo es rostet irgendwann oder gammelt irgendwas da drin. Deswegen nie bis ganz zum Schluss und diese Löcher bitte niemals zukleben. Ansonsten besorgt euch halt einen scharfen Cutter und schneidet das Material immer von der Seite, also immer von der Klebeseite aus. Wenn ihr hier schneidet, dann hat die Klinge viel zu viel Spiel und das wird nie schön. Wenn ihr das von der Seite schneidet, mit einer scharfen Klinge, kann man astreine Schnitte mitmachen und dann ist gut. Ansonsten alles schön ausmessen und fertig. Die linke Seite ist Gott sei Dank nicht ganz so groß, die Tür machen wir gar nicht. Wir machen nur die Seite hier noch und dann müssen wir uns überlegen, wie wir das mit der Decke machen, weil wir generell für die Decke uns erst nochmal einen Plan ausdenken müssen, wie wir die verkleiden und wie wir da Beleuchtung dran kriegen. Ich denke, wir machen jetzt Mittagspause, besprechen das mal und dann geht's weiter. Okay, Freunde, also der Paul ist hier auch mal kurz zur Visite, guckt sich das alles mal an. Wir haben die Beifahrerseite auch noch gedämmt, das heißt Fenster hier unten und auch die Schiebetüre, aber natürlich wichtig aus. Lässe natürlich offen gelassen, ist klar. Genau, und jetzt haben wir einen Plan für die Decke. Müssen wir hier ins Laserschwert immer mal hinlegen, damit ihr auch was seht, was hier drinnen passiert. Und zwar ist es ja so, dass die Decke jetzt nicht ganz so riesig und auch nicht ganz so hoch ist. Das bedeutet, wenn wir hier diesen typischen Vanlife-Charakter machen wollen, also mit Holzlatten und so dran, müssten wir ziemlich tief runterbauen und dann nehmen wir uns noch mehr von der Höhe. Das bedeutet, Paul, was ist mit dir? Guck mal hier. Er ist richtig aufgeregt. Komm mal her. Hier. Mach mal, seht's. Ist da sein Ball drin? In der Tür? Ich glaube schon. Auf jeden Fall ist es so, dass wir gesagt haben, wir werden den... Paul, jetzt komm mal hierher. Nein, komm mal hierher. Komm mal hier. Ja, oder so. Mach mal Sitz und bleiben. Also, wir werden die Decke dämmen und werden direkt Filz darüber machen. Wir kriegen aber so keine Lampen an die Decke. Also haben wir natürlich, weil wir clever sind, uns Folgendes vorbereitet. 15 mm Latten mit einer Einfräsung für so Schienen für LEDs. Die kommen dann hier rein. Wir haben die aber noch nicht. Das ist nur ein Prototyp quasi. Also die Schienen habe ich bestellt, die habe ich noch nicht. Die kleben wir dann da rein. Und dann können wir, Paul, nerv nicht. Ich bin hier gerade am Arbeiten. Den ganzen Tag lässt du mich in Ruhe und jetzt auf einmal. Und dann können wir nämlich die Holzlatte hier dran kleben. Das werden wir jetzt gleich machen. So. Und dazwischen dann dämmen und dann einmal komplett drüber filzen. Und dann sieht man quasi gar nichts mehr. Weil wir Paul, bitte, hör mal auf jetzt. Mann, du nervst. Mach mal Sitz. Weil wir nämlich schwarzes Filz für die Decke verwenden werden und an den Wänden kommt helleres Filz dran. Genau, ich glaube, das ist ein ganz geiler Kontrast und so haben wir wenigstens Beleuchtung oben im Himmel und wir haben vor allem Gewicht gespart, weil wenn wir jetzt noch so viel Holz an die Decke machen würden, wir müssen ja auch auf jedes Gramm achten, Freunde, ne? Jo, also, wir haben Konstruktionskleber, damit kleben wir das Ding da an die Decke. Das machen wir jetzt viermal, ne? Hier kommen zwei kleine Streifen hin, zwei große für hinten. Und dann können wir morgen hoffentlich die LED-Leisten da reinkleben, dann dämmen und dann Filz drüber. Paul, was willst du? Ach, ja, ich guck mal hier drin. Dieser Hund, warum checkst du das? Das ist doch unfassbar. Oh, toll, toll, da hol ich dir. Oh, toll, toll, du kleine Ratte, du kleine Ratte. Ja,
Ja, ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. So haben wir wenigstens die Grundbeleuchtung im Van gesichert. Wir werden natürlich weiterhin mit LED-Stripes arbeiten und den ganzen Wandschränken und so wollen wir so indirekte Beleuchtung reinmachen. Das sieht bestimmt auch ganz geil aus. Das kommt dann aber im Elektrik-Part. Aber wir müssen das natürlich jetzt schon vorbereiten, weil wenn die Decke gemacht ist, die Decke gemacht. Das sind halt immer so Sachen, die man beim Van-Ausbau immer mit berücksichtigen muss, was es am Anfang echt nicht so einfach macht. Wenn dann erstmal alles erledigt ist, ja, und dann die Möbel gebaut werden, dann wird's cool. Aber alles andere ist echt sehr anstrengend. Naja, wir sind erstmal durch. Wenn das morgen getrocknet ist, können wir die Zwischenräume filzen. Nee, dämmen erst so rum. Und dann hoffentlich sind dann auch die LED-Stripe-Aluschienen da. Und dann klatschen wir das da rein. The day after. So, Freunde, der René hat heute Morgen schon die ganze Dämmung fürs Dach vorbereitet, während ich noch im Büro ein bisschen tätig war. Gucken wir mal, ob hier unsere Holzkonstruktion überhaupt hält. Ja, ich glaube, die geht nie wieder ab. Das müssen wir mal abmachen. Ja, das ist auf jeden Fall auch cool. Das passt ziemlich gut hier mit dem Holz. Ja. Wenn wir da jetzt nachher den Filz drüber schmeißen, wird man wahrscheinlich gar keinen großen Unterschied mehr sehen und das wird sehr clean aussehen. Und dadurch, dass es auch schwarz ist, wird es eh nicht großartig auffallen. Very good, very nice. Okay, also der Van ist jetzt erstmal komplett gedämmt. Heckklappe müssen wir Gott sei Dank nicht machen, weil da ist eine Scheibe drin. Das spielt uns positiv in die Karten. Wir beenden das Video an dieser Stelle. Im nächsten Video geht es dann weiter mit dem Filz und allem anderen, was wir so vorhaben. Also seid auf jeden Fall sicher, dass ihr den Kanal abonniert habt, damit ihr kein Video mehr verpasst. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss mit Öl.